Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier im Marsch. Ich habe ganz kurz mal den starken Bauern geholt und den Krähenmod. Ihr hört die Krähen jetzt. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Ja, der hat mich so geärgert. So, dass ich jetzt sagen kann, jetzt stört mir so ein Baum nicht mehr. Brauche nicht wegreißen deswegen, sondern ich kann jetzt ganz normal ja den Traktor halt wegheben, ne? Ist ein bisschen, naja, nicht logisch, aber war das schon logisch, ne? Wir machen hier weiter mit Helfer. Die Restarbeit müssen wir so hinterher nacharbeiten, also kein Problem. Das war ich von vornherein klar. Beim Wenden hat er immer halt ein bisschen Probleme. Die Felder 18, Feld 18 ist fertig. Das heißt, da haben wir jetzt die Drescher um. Ja. Rüberfahren zum Feld Nummer 6. Und werden dann entsprechend dort die Maisernte vorbereiten. Wahrscheinlich wird die auch vorne reparieren müssen. Hier letzte Hopfen, der hier fährt. Die Schweine nicht geschafft. Können wir auch nur vor heute Nacht noch machen, ne? Das heißt hier nächste Woche. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Hoffe, ich habe nicht nur das. Aber liegen, ist egal. Da oben war ja erledigt. Da ist auch nichts mehr. Wir müssen ja ein bisschen mehr ernten als nur Hopfen. Ja, da kommen wir nicht rein. Ja, Krähengeräusch habe ich zugenommen und den starken Bauern. Dachte ich eigentlich, dass es auch schon drin war. Aber halt nicht, ne? So, oh. Jetzt 7 und 10%, da werden wir lieber die Wartung machen, bevor wir Ernteverluste haben. Das heißt, wir fahren kurz im Hof, machen eine Wartung. Wir werden auch voll tanken. Die Tankstelle bekam ein Update mit Asphalt, irgendwie so was. Gucken. Unser Viehtransporter bekam auch ein Update. Ja, gleich erledigt. Und wie gesagt, die beiden Mods, starker Bauer und die Krähen. Crossplay und Outdrive ist noch die ältere Version. Ich sag mal so, solange das gut funktioniert, muss ich nicht sofort eine neue Version aufladen. Schlechte Erfahrung gehabt. Obwohl es nicht an Outdrive und Crossplay gelegen hat, wahrscheinlich. Also es war eher der Mod gewesen mit dem. Kommen wir nicht drauf. Achso, mit dem Förderband. Aber gut, das kann ich genau sagen. Ich habe ja die alle drei aufgezogen zur gleichen Zeit. Also wenn jemand einen Tipp wollt von mir, macht einen Mod nach dem anderen. Spielt eine Weile, läuft fehlerfrei, läuft es ohne Probleme, könnt ihr den nächsten aufbringen. So könnt ihr das im Prinzip ausschließen, welcher von denen überhaupt Probleme macht. Ne? Also ich habe den Fehler gemacht, habe drei aufgenallt, musste drei runternehmen. Man lernt nur aus Fehlern oder auch nicht, ne? So, den fahren wir jetzt schön tanken und reparieren. Maisernte auf Feld Nummer 6 läuft. Das andere ist weit erledigt, soweit. Und die 4 wird also heute in Game auch noch gemacht, ne? Das ist Asphalt. Gut. Hätte mir das so nicht gestört, wenn es steinmäßig ist, aber egal. Allgemein mache ich hier ganz gerne die Updates mit. Weil das könnt ihr auch Fehler beseitigen, theoretisch. Ne? Oder andere Probleme. So. Kurz mal reparieren.
beinahe verkauft. Weiß gar nicht, ob da die Frage kommt, verkaufen willst. Ja, nicht ausmachen, Junge. Jetzt fahren wir zum Feld Nummer 4. Der Drescher ist leer, das ist richtig. Und wir können damit Hopf nichts mehr anfangen, um Mais. Ja, mit 3 Tagen ist Stress, in Anführungszeichen. Und da arbeitet auch wieder nicht. Der hat ihm aufgeklappt und nicht losgefahren. Gibt die Meldung fertig. Jetzt wollen wir mal gucken, was er macht, ne? Ich meine, er hat schon Mächte zu ziehen, ne? Aber das ist halt ein großer Traktor, ne? Ja, der kennt sein Chef, also der fährt eigentlich mal einen Haufen. So, Drescher. Der normale Helfer hält an. Kursplay, gib Gas. Aber gut, das ist eine andere Geschichte, ne? Ja, habt ihr die Kriegen gehört? Kann man haben, muss man nicht haben, ne? Aber ich finde halt, was sind Geräusche, die. Ja, gut. Creme machen halt so eine Geräusche, ne? Hier kommen wir auch nicht dazu. Aber das war mir eh klar. Also Produktion und so, das schaffst du in der Erntezeit sowieso nicht. Auch deswegen gehe ich auch 6 Tage, aber da müssen wir halt noch einen Tag Herbst noch arbeiten. Späten Herbst. Und dann sehen wir ja weiter. Wind von der Windmühle, die machen so ein Geräusch. Nun sehen, dass ich da Maisfeld hier 4 können wir hier vorne anfangen. Das muss ja auch noch gepflückt werden. Aber wie gesagt, wenn wir die Ernte fertig haben, dann können wir noch einen zweiten Pflug dazu nehmen. Vielleicht einen kleinen Lampen oder so. Da können wir unseren Fahrzeug auch noch. So. Ohne zweiten rüber. Da ist noch was drinne. Der hat 7,7. Gut, der hatte. Einer von denen hat 17 gemacht. Und der andere hatte die 1. Wahrscheinlich ist das Feld ein bisschen größer. Das klappt mir mal ein, habe ich überlegt. Und dann werden wir gleich mal. Noch ein. Er kommt ja schon an. Wir wollen uns im Hof fahren. Und die anderen beiden müssen der Feld 4 abfahren. Kommst du rum? Die meckern, halt mal stehen, du! Bleib stehen! Ah, wird auch ehrlich Zeit, dass man mitkriegt hier. Stopp! Ich bin gleich zum Bund, ich fahre gleich zum anderen hin. Na gut, da kriegt er einen anderen was ab hier. Wenn die 4000 noch reinkriegen hier, wird das da so schwierig, stehen zu bleiben.
Komm. 3.700. Cool. Zu viel Spaß gehabt jetzt, ne? Jetzt klappt es vielleicht. Na gut, hätte auch warten können, ne? Ja, wie gesagt, wenn ein Programm programmiert ist, hat das und das zu machen, dann ist es, ja, dann kommt nichts anderes immer so, ne? Gut, jetzt geht's zum Hof. Kurze Reparatur. Und tanken brauchen wir nicht. Ach, bei 7% brauchst du auch nicht hinfahren. Gleich fällt nur 4. Aber wie gesagt, heute nicht mehr. Machen wir kurz und speichern. Sonst beim nächsten Ball ist er weg. Entschuldigung, beim Verband fahren ist besser, Mann, hat er. Du los. Dass es fortlaufend läuft. Oder man hat ihn gespeichert, ne? Das vergesse ich garantiert. Zu speichern. So, dann der zweite da. Stellen wir rechts, dann machen wir die anderen beiden Abfahrer. Auch hierher fahren. So, dass wir heute noch das hinkriegen, ne? Also Innengehentag, ne? Also hier ist Gerste, 100% gedüngt, das ist gut. War ja auch, in Anführungszeichen, ja, vorher schon, ne, wenn man das nicht abernten kann. Wegen eigener Dusseligkeit ist das dann klar, düngt das. Ne? So, der ist ja eh leer und den fahren wir zum Hof. Ob er leer ist. Nicht garantiert. Entlassen und da ist nicht ganz so tragisch, schon ein bisschen kaputt ist. So, auf zum Hof. Und dann schrecken wir gleich auf Richtung oder fahren selber zu Feldmoro. Jetzt kommen wir nicht drauf. 4. Also heute muss noch die Schweine weg. Also. Naja, wenn die Ernte auf Feld 4 läuft, dann können wir dann entsprechend nachher auch das machen. So. Hopfen ausladen und dann rüberfahren zu Feld Nummer 4. Tanken müssen wir nicht. Und Richtung 4. Aber da fahren wir selber, da wieder so blöd ranfährt wie der andere. Blocking und bei 7% auf Tumport, ne. Na gut, das Problem werden wir jetzt nicht lösen. Hier wollen noch viel manuell nacharbeiten. Da können wir auch nichts aufbringen. Gerste oder Weizen. Auch noch heute hingehen. Also das ist erst Reihe, also Zeit auf 1. Das ist nächste Woche, machen wir locker. Ein Erntetag. Mais. Den Rest von der 4, von der 5 oder 6. Ach, hier noch eine alte Ecke hier, das macht aber nichts. So.
Und jetzt laufen sie mit einem anderen Traktor, ob der auch noch drin hat hier. Aber ich sage schon mal tschüss und ciao ciao. Und schönen Dank fürs Reinschauen. Bis morgen, ne? Und wünsche euch schönen Restsonntag. Tschüss.